Haben Sie schon gehört? Das EU-Reifenlabel ändert sich. Mit der Überarbeitung treten neue Vorschriften und neue Anforderungen ab dem 1. Mai 2021 in Kraft. Seit seiner Einführung im Jahr 2012 hilft das EU-Reifenlabel den Verbrauchern, fundiertere Entscheidungen beim Reifenkauf zu treffen. Mit der Überarbeitung will die EU-Kommission die Reifenkennzeichnung übersichtlicher, genauer und effektiver machen, um eine sicherere und sauberere Mobilität zu unterstützen. Wir von Goodyear unterstützen dieses Vorhaben. Das neue EU-Reifenlabel erscheint nun im gleichen Design wie das EU-Energielabel für Haushaltsgeräte oder andere Produkte, die hinsichtlich Energieeffizienz gekennzeichnet sind. Sie enthält den Namen des Reifenherstellers sowie eine eindeutige Reifentypkennung. Die Labelklassen für Nasshaftung und Rollwiderstand werden von 7 auf 5 reduziert, indem die ehemals niedrigsten Klassen in der neu definierten Klasse E zusammengefasst werden. Die Geräuschklasse wird durch Buchstaben von A bis C angegeben und durch den Außengeräuschpegel in Dezibel ergänzt. Darüber hinaus kann das neue EU-Reifenlabel auch Symbole anzeigen, die sich auf die Wintertauglichkeit beziehen. Das Schneeflockensymbol zeigt an, ob der Reifen für schwere Schneeverhältnisse geeignet ist. Ein neues Symbol, das einen Eisstalagmiten darstellt, kennzeichnet Reifen mit definierter Eisgriffigkeit. Ein QR-Code in der oberen rechten Ecke des Labels verlinkt in die öffentliche EPRIL-Datenbank, die von der Europäischen Kommission erstellt wurde. Von hier aus können das EU-Reifenlabel und detaillierte Produktinformationen abgerufen werden. Die neuen Kennzeichnungsvorschriften gelten nicht nur für Pkw-Reifen und Leicht-Lkw-Reifen, sondern sind auch für Reifen für schwere Nutzfahrzeuge verbindlich. Alle Reifen, die ab dem 1. Mai in Verkehr gebracht werden, müssen mit dem neuen Label-Etikett versehen sein. Reifen, die vor diesem Datum in Verkehr gebracht wurden, können mit dem alten Etikett verkauft werden. Deshalb werden beide Kennzeichnungsformen auch nach dem 1. Mai im Reifenverkauf zu sehen sein. Händler müssen sicherstellen, dass sämtliche Reifen in den Verkaufsräumen ein lesbares Etikett auf oder unmittelbar neben dem Reifen haben. Wenn die angebotenen Reifen für den Endverbraucher nicht sichtbar sind, müssen die Händler während des Kaufvorgangs alle Labelinformationen bereitstellen. Bei Reifen, die über das Internet verkauft werden, muss das neue EU-Reifenlabel in der Nähe der Preisangabe gezeigt werden. Auf diese Weise wird das neue Reifenlabel zu fundierten Entscheidungen und zufriedenen Kunden beitragen. Wenn Sie noch Fragen haben, helfen wir von Goodyear Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie Ihre lokale Goodyear-Website für weitere Informationen.